Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Wie überall auf der Welt, auch in Italien, Europa, wendet sich der Weinbau in diesen unentdeckten Regionen zu. Maremma ist so eine Region in der südlichen Toskana, bekannt für die unberührte Landschaft und Rinderzucht. Und ist in den letzten Jahren zum neuen Wein-Eldorado geworden. Und die Reben ist unterschiedlich, wachsen dort auf Tonschieferböden, vulkanisierten Untergrund und natürlich auch in der Küstennähe, selbst dann auch in sandigen Böden. Neben den einheimischen Rebsorten wie Morellino und Sangiovese werden natürlich auch andere oder weitere italienische Rebsorten und internationale Rebsorten angepflanzt. Zwischen Montalcino und Monte Amiata entsteht das Weingut Piani Rossi. Ein Ort, an dem wo Leidenschaft für den Wein und Liebe zum Land sind. Und Piani Rossi ist die Aufmerksamkeit auf das Terroir, die Pflege der Rohstoff, ein Ort der Ruhe und Entspannung und eine Ecke von unberührter Natur, weit weg vom Chaos, vom Alltag. Und so nimmt sich der Stefano Sinzini vor, sich eines Tages Wein unter seiner eigenen Etikette zu produzieren. Und einer von diesen Rotweinen, den er produziert, den Sidus, möchte ich jetzt Ihnen vorstellen. Und zwar ist die Farbe so ein dichtes, schönes rotes Rubinrot in der Nase. In der Nase eine leichte Würzigkeit und ein bisschen so ein ganz zart ein Tabak. Noten. Und ein bisschen so ein dunkle Kriese oder dunkle Beeren im Gaumen. Der Wein hat einen eleganten, mittelkräftigen Auftakt. Er hat einen sehr schönen, angenehmen Gerbstoff. Man merkt den Gerbstoff, ist ein sehr schöner Gerbstoff. Er ist spitze, so ein zart, so ganz wenig trocknend. Und er hat einen langen, wiederum einen saftigen Abgang. Wirklich ein sehr schöner, typischer Rotwein. Der Rotwein ist aus der Traubensorte oder aus der Rebsorte Sangiovese und Montepulciano entstanden. Und das Weingut Piani Rossi ist ca. 25 Hektar gross und davon 14 Hektar Reben. Und das Projekt, das ist vor 25 Jahren aus der Idee von Stefano Sanzini entstanden. Und er hat von Anfang an in dem Hügel von Maremma seine eigene Labelwelle schaffen und das hat er erreicht mit seinen Wein. Und Sidus bedeutet der Stern oder einfach Stern. Und der Rotwein Sidus ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch Flasche für 20 Franken 55. Wirklich ein sehr schöner Rotwein aus der Maremma. Danke vielmals, ade miteinander.